Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich ein Thema, was ihr immer wieder in den Kommentaren nachfragt oder zu dem Thema bekomme ich immer wieder Kommentare und Fragen von euch. Nämlich geht es darum, soll ich auch eine Frau ansprechen, wenn ich mich nicht danach fühle, wenn ich zum Beispiel krank bin, wenn es mir gerade nicht so gut geht oder wenn ich gerade nicht so gut drauf bin? Das ist eine Frage, die bekomme ich immer wieder von euch gestellt. Und es ist auch eine gute Frage, weil die Antwort darauf sehr gut und wichtig ist. Und sehr wichtig dafür ist, dass du verstehst, wie man wirklich erfolgreich mit Frauen wird. Sei gespannt, wir sehen uns gleich. Okay, also die Frage, um sie nochmal für euch zusammenzufassen, ist, soll ich Frauen ansprechen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich danach fühle, wenn ich vielleicht ein bisschen krank bin, wenn ich das Gefühl habe, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Generell ist es natürlich nichts Falsches, mit seinen Gefühlen zu arbeiten und auf seine Gefühle zu hören und zu schauen, hey, was sagen mir meine Gefühle, und nicht zu sagen, oh, das sind meine Gefühle, da setze ich mich gar nicht mit auseinander. Sich nicht mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Aber hier bei dem Frauenansprechen-Thema verhält es sich ein bisschen anders. Meistens ist es so, gerade wenn du noch ein Anfänger bist, du willst nicht unbedingt Frauen ansprechen, weil es für dich nicht das Normalste der Welt ist. Es ist für dich kein normales Verhalten. Du hast Angst davor, dein Verstand sagt dir, oh, guck mal, das und das könnte passieren, das und das solltest du lieber vermeiden. Nachher wirst du ausgelacht, nachher lehnt sie dich ab und was sollst du denn dann machen? Nachher lachen vielleicht Leute über dich, die dir dabei zuschauen. Also dein Verstand projiziert dir erstmal ganz viele Ängste. Und dann kommst du vielleicht an den Punkt, dass du dir sagst, hey, ich fühle mich gerade nicht danach. Ja, du würdest dich danach fühlen, wärst du im Gespräch und du hättest ein tolles Gespräch mit der Frau, aber wegen deinen Ängsten sagst du dir, oh, ich fühle mich gerade nicht danach, ich mache es lieber vielleicht nicht. Oder ich fühle mich heute nicht so gut, deswegen lasse ich es lieber. Und was ganz wichtig ist, wenn du wirklich die Fähigkeit entwickeln möchtest, regelmäßig im Alltag Frauen kennenzulernen, was eine ganz großartige Fähigkeit ist, denn dann hast du die Lage, dann bist du in der Lage, wirklich jeden Tag neue Frauen kennenzulernen, die theoretisch gut zu dir passen können. Wenn du diese Fähigkeit entwickeln willst, dann musst du lernen, auch mal deinen Verstand nur zu beobachten und nicht auf ihn zu hören. Ja, wenn dein Verstand dir sagt, oh, ich habe aber gerade nicht so wirklich Lust drauf, oh, ich fühle mich gerade nicht danach, geht es auch mal darum, seinen Verstand zu disziplinieren und zu sagen, okay, ich mache es aber trotzdem, weil ich weiß, dass ich Spaß haben werde im Gespräch, weil ich sehe, dass diese Frau mir gefällt und es ja schade wäre, wenn ich diese Möglichkeit vorbeiziehen lasse. Diese Möglichkeit kommt ja auch nur einmal, ja, da kommt dir eine Frau entgegen, sie gefällt dir und entweder du sprichst sie an oder du siehst sie höchstwahrscheinlich nicht nochmal wieder. Und was kostet dich das Ansprechen? Das kostet dich eine halbe Minute, wenn überhaupt, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, gefallen wir uns? Haben wir irgendwo einen Vibe? Und diese halbe Minute kannst du auf jeden Fall erübrigen, da bin ich mir ganz sicher. Deswegen ist es super wichtig, dass du da deinen Verstand in dem Moment mal ein bisschen disziplinierst und sagst, okay, mein Verstand sagt mir jetzt zwar, ich habe keine Lust drauf oder ich fühle mich nicht danach, aber ich höre jetzt nicht auf den Verstand, ich nehme wahr, dass der Verstand das zu mir sagt. Es ist in Ordnung, dass der Verstand das zu mir sagt. So arbeitet der Verstand nun mal. Trotzdem gehe ich jetzt hin, diszipliniere mich und lerne einfach diese Frau kennen, die ich da gerade gesehen habe. Weil wenn du immer auf deinen Verstand hörst, dann wirst du auch immer auf deine eigenen Ausreden hören. Und täusch dich nicht, denn dein Verstand kann dir die tollsten Ausreden liefern, warum du eine Frau nicht ansprechen solltest. Deswegen solltest du die Fähigkeit trainieren, auch mal nicht auf deinen Verstand zu hören, beziehungsweise ihn nur zu beobachten und ihn zu disziplinieren. Wenn du das schaffst, dann schaffst du es auch jeden Tag regelmäßig fremde Frauen anzusprechen und dann wird es zu einer Gewohnheit für dich. Und dann merkst du auch mit der Zeit, dass dein Verstand nicht mehr so viel Widerstand leistet. Denn wenn es erstmal eine Gewohnheit ist, dann weiß dein Verstand, oh okay, das ist eine sichere Route, diese Route können wir gehen, da passiert nichts, da kenne ich mich aus, ist ja eine Gewohnheit geworden. Und dann wird das Frauenansprechen nochmal bedeutend leichter. Gerade am Anfang solltest du weniger auf den Verstand hören, beziehungsweise den Verstand disziplinieren. Wenn du fortgeschritten bist und du bist einfach, hast keine Probleme damit, regelmäßig Frauen anzusprechen, hast viele Frauen in deinem Leben, hast das Ganze schon durch, machst es schon für mehrere Monate oder Jahre, hast eine Regelmäßigkeit drin, dann kannst du auch irgendwann sagen, okay, ich fühle mich gerade nicht danach, ich höre jetzt einfach mal auf das Gefühl und spreche sie nicht an. Sei dir aber bewusst, dass dir immer eine Chance, eine Möglichkeit verloren geht, wenn du es nicht machst, die du wahrscheinlich nicht wiederbekommst. Und als richtiger Mann, als echter Mann, als Zeus-Mann möchtest du dich auch darauf trainieren, die Chancen, die das Leben dir gibt, zu nutzen und dort rauszugehen und eine Frau anzusprechen, die dir gefällt, die dir entgegenkommt. Das ist nun mal so eine Chance, die du nutzen solltest, wenn du das meiste rausholen willst aus deinem Leben, wenn du das meiste rausholen willst aus deinem Erfolg mit Frauen, aus dem
Frauenteil in deinem Leben. Wenn du da das meiste rausholen willst, dann nutzt du am besten jede Chance, die du bekommen kannst, weil jede Chance und jedes Gespräch, das du mit einer Frau führst, werden dich besser machen, werden mehr Verständnis in dir wecken für Frauen, werden mehr Verständnis in dir wecken für soziale Kommunikation und du wirst schneller an dein Ziel kommen, die tollen Frauen in deinem Leben zu haben, die du dir wünschst, sei es für Sex oder sei es für eine Beziehung. Aber das funktioniert eben nicht, wenn du ständig auf deinen Verstand hörst und dir von ihm sagen lässt, hey, ich fühle mich gerade nicht danach. Wenn du immer die Sachen machen würdest, nach denen du dich gerade fühlst, dann würdest du Dinge machen wie ungesund essen, nicht zum Sport gehen, zu spät zur Arbeit kommen oder gar nicht zur Arbeit kommen, im Studium, keine Ahnung, die Aufgaben nicht machen. Du würdest dich nicht darum bemühen zu schauen, wie kann ich anderen helfen, was kann ich für andere tun, sondern einfach immer nur auf dich selbst gucken. Das heißt, wenn du immer danach handeln würdest, was du gerade fühlst oder was sich gerade richtig anfühlt, dann lebst du auf einem sehr kurzzeit ausgelegten Plan. Dann machst du eben Dinge, die kurzzeitig sinnvoll sind, aber die auf lange Sicht gesehen ein Problem darstellen. Ja, ich fühle mich aber gerade danach zu trinken und dann trinkst du jedes Wochenende und irgendwann hast du halt ein ernsthaftes Problem mit dem Trinken, weil du halt keine Disziplin hast, weil du keine Disziplin entwickelt hast. Und wenn man mal diszipliniert ist, wenn du deine Gedanken bereits diszipliniert hast und du weißt, okay, meine Gedanken können mich jetzt nicht davon aufhalten, diese Frau anzusprechen, dann ist es auch in Ordnung, wenn du ab und zu mal locker lässt und sagst, gut, ich fühle mich gerade wirklich nicht danach, alles in Ordnung, ich weiß, dass ich meine Gedanken disziplinieren kann, wenn ich es möchte, jetzt mache ich es aber einfach mal nicht. Das ist dann auch völlig in Ordnung, aber gerade wenn du am Anfang stehst, ja, du fühlst dich nicht danach und da kommt eine Frau dir entgegen, die dir gefällt, sprich sie auf jeden Fall an. Nutz diese Chance, nutz diese Möglichkeit. Als Mann geht es auch darum, die Chancen zu nutzen, die du nutzen kannst, um an das Ziel zu kommen, an das du kommen willst. Thema Männlichkeit, ganz interessant. Schön, dass du dabei warst erstmal, denn ich sitze gerade an der Fortsetzung zur Zeus-Methode, nämlich dem Zeus-Mann, dem nächsten Buch, was du bald von mir bekommen wirst. Du hier auf dem Channel, die Leute im E-Mail-Coaching und meine Leute vom Podcast, ihr werdet das Buch gratis von mir bekommen. Es wird es eine Woche gratis auf Amazon geben. Du kannst es dir dann gratis runterladen. Ich werde dir noch Bescheid sagen, da kommt noch ein Video dazu. Und das schenke ich dir einfach als Dankeschön, dass du hier auf dem Channel dabei bist, dass du meine Inhalte guckst, dass du kommentierst und dass du die Dinge auch umsetzt. Ja, als Dank dafür, dass du ein Mann bist, der da rausgeht in die Welt und der handelt, möchte ich dir das schenken. Wie gesagt, du wirst rechtzeitig darüber informiert. Jetzt poppen in diesen Ecken noch ein paar Sachen auf. Du kannst mich abonnieren unten in der Ecke. In der anderen Ecke geht es zum Quiz, in dem du rausfinden kannst, wie attraktiv du auf Frauen wirkst und wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Und oben kommst du zum letzten Video, das auf diesem Channel erschienen ist. Das war das Video mit Wiegand, wo wir darüber geredet haben, wie du männlicher wirst und warum Männlichkeit so ein wichtiges Thema ist. Schau es dir unbedingt an mit einem Klick da oben hin. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Übrigens, am Dienstag und am Sonntag ist immer der Podcast. Ich habe dir den Link zum Podcast einfach mal in die Beschreibung getan. Falls du den noch nicht kennst, solltest du den auf jeden Fall anhören. Da bekommst du nochmal andere Informationen, also die du hier bekommst. Du bekommst im Podcast wertvolle Informationen in meinem E-Mail-Online-Coaching, über das du dich da kannst du dich eintragen, indem du das Quiz machst zum Beispiel und über meinen Podcast. Da bekommst du immer verschiedene Informationen. Deswegen ist es für dich am besten, wenn du mir auf all diesen Kanälen folgst, um einfach die größte Bandbreite an Informationen zum Thema Erfolg mit Frauen und Erfolg mit dir selbst als Mann zu bekommen. Schön, dass du dabei warst. Bis Donnerstag. Ciao.